Habrá balón para el conjunto ecuatoriano. El lateral lo va a tomar Alex Ibarra. En el 76. Fußballspielern fällt doch immer wieder etwas Neues ein, um dem Gegner eins auszuwischen. Der chilenische Abwehrspieler Brian Carrasco jedoch ging nun echt zu weit. Er täuschte ein Foul vor, indem er sich die Hand seines Gegners aus Ecuador einfach selber ins Gesicht knallte. Gebracht hat es ihm nichts. Das Qualifikationsspiel für die U20-WM verlor seine Mannschaft am Ende dennoch mit 0:1. Und im Internet wird Carrasco mit diesem Video nun ordentlich durch den Kakao gezogen. Und so ging sein Versuch, sich einen Freistoß zu erschwindeln, im wahrsten Sinne des Wortes, nach hinten los. Por favor, por favor.